Liebe Mörserinnen und Mörser, heute spreche ich von der ersten TEDx-Mörs-Veranstaltung hier aus dem Areal der Sammlerstücke im Eurotech. Und ich darf Ihnen sagen, schon nach der ersten Runde, nach dem ersten Block, der hier abgehalten wurde, eine Veranstaltung, die heute hier das erste Mal stattfindet, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal. Die Abwechslung von unterschiedlichen Speakerinnen und Speakern innerhalb von 18 Minuten aus deren Perspektive zu wichtigen Themen etwas erzählt zu bekommen, mit den unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen, die dahinter stehen und eben diesen ganz unterschiedlichen Themen, ein ganz unglaublich interessantes Format. Und es wundert einen nicht mehr, warum dieses Format schon seit vielen Jahrzehnten in der gesamten Welt abgehalten wird. Es ist großartig, dass Mörs jetzt mit TEDx Mörs mit dabei ist, in diesem Jahr das erste Mal und dann hoffentlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterhin. Kommen Sie nach Mörs, hier ist was los. Ich habe mich heute sehr gefreut, dass ich bei TEDx Mörs, bei der ersten Edition hier heute als Speaker dabei sein durfte. Und für mich war es ein sehr schöner Abend und es gab sehr viele schöne Vorträge. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, meinen eigenen Vortrag zu halten, und das Networking danach war auch sehr gewinnbringend, glaube ich. Also ich habe mich mit vielen Menschen danach noch unterhalten können, und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei TEDx in Mörs bei der ersten Auflage mit dabei sein durfte. Mein Vortrag ging zum Thema Nachhaltigkeit, und ich habe so ein bisschen von Klimawandel über blaue und grüne Infrastruktur, ja, bis hin zu den nachhaltigen Verkehrsprojekten aus dieser Region erzählt. Und ich bin einfach total begeistert, welche Inspiration mir auch die anderen Vorträge gebracht haben. Und es war der absolute Wahnsinn. Danke an alle, danke an das Team, danke an die Gäste, die heute hier waren und uns so super mit Applaus und allem Möglichen unterstützt haben. Nicht zuletzt war alles super lecker und hat insgesamt gut zusammengepasst. Herzlichen Dank. Ich bin ehrenamtlich stark engagiert im Bürgerbusverein Twistheden und hatte vorher überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich hier einlasse. Und muss sagen, ich bin sehr angenehm überrascht über diese Veranstaltung hier. Gab sehr viele neue Ideen, viele interessante Begegnungen, und ja, ich kann den Organisatoren nur herzlich danken und hoffe, dass es dann demnächst auch wieder eine neue Veranstaltung geben wird. Ich bin sehr, 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 sehr damit zufrieden, was wir heute geleistet haben. Ich meine, natürlich wurden wir von Volunteers und von Helfern wirklich geholfen, dieses ganze Event auf den Beinen zu stellen. Ich bin besonders für unsere Core-Team-Mitglieder sehr, sehr dankbar, dass wir hier TEDx in Mörs dann durchführen konnten. Ja, so TEDx 2020 ist jetzt schon durch, und wir arbeiten jetzt und wir wollen jetzt schon an das TEDx von nächsten Jahr arbeiten und freuen uns wirklich riesig, dass es so eine gute Resonanz heute Abend hatte, und das gibt uns wirklich sehr viel Energie, um da weiterzumachen und weiter diese Community hier in Mörs und Umgebung dann aufzubauen. Eine neue Tradition in Mörs. Und schön, dass das hier auf das Eurotech-Gelände stattgefunden hat. Viele schöne, gute Sprecher, weite Variation, und happy, dass es hier war. Und wovon ich wirklich hoffe und auch sicher davon bin, dass das im nächsten Jahr wieder hier in dieser schönen Stadt stattfinden wird. Ja, was soll ich sagen? Ihr erwischt mich jetzt mit der Kamera relativ kurz nach dem Auftritt, und ich bin total geflasht. Ich bin erstmal froh, dass es alles gut gelaufen ist, rein technisch. Wir haben ja sowas noch nie gemacht. Das ganze Team stand ja total hinter uns. Wir hatten 25 Volontäre gehabt. Wir haben tolle, interessante Speaker gehabt. Sehr divers, also von einem 17-Jährigen, der eine App erfunden hat, bis hin zu einer 60-Plus-Dame, die den Bürgerbus fährt. Wir haben tolle TEDx-Filme gesehen, und ich bin ja öfters auf der Bühne durch meine Talk-Formate, die ich ja mache. Ich muss aber gestehen, am Anfang war ich, als ich hier auf die Bühne kam, doch ein bisschen angespannt.
weil ich natürlich nicht wusste, wie reagiert das Publikum, ja, wie stehen die da drauf. Einige kannten das Format auch gar nicht und einige haben auch vielleicht auch was erwartet, was wir vielleicht so in den internationalen Hauptstädten, da wo TED ja auch stattfindet, vielleicht nicht geben konnten. Aber wir haben in den Pausen, wir waren jetzt glaube ich seit 3 bis 3 Uhr haben wir angefangen, jetzt haben wir 20 Uhr. Also es ist schon eine Menge an Feedback zurückgekommen und in Summe können wir sagen, aus der Nummer kommen wir nicht raus, wir machen 2021 weiter. Wir werden uns wieder bewerben bei TED, das muss man auch jedes Jahr immer wieder machen. Ja, und hoffen natürlich auf eine gute Bewertung der Zuschauer und mir hat es einen riesen Spaß gemacht. Und es ist wirklich das Thema, was ja TED verbindet, was die Buchstaben ja auch sagen, sich unterhalten über Technologie, über Unterhaltung, über Entertainment und über Design. Und das ist so ein breites Spektrum. Ich bin gerne mit solchen Leuten zusammen, ich höre auch gerne zu, obwohl ich jetzt viel rede. Es ist eine Bereicherung und ich bin froh, dieses TEDx-Team Mörs kennengelernt zu haben. Und ich bin froh, hier diese weit über 100 Leute, die hier waren, auch kennengelernt zu haben. Und ja, im Moment bin ich sprachlos. Und ich freue mich jetzt eigentlich auf mein Bett, aber es geht weiter. Ich danke. Ja, wunderbar. Die erste Ausgabe von TEDx Mörs ist jetzt gelaufen. Wir sind alle extrem stolz auf das, was wir gemacht haben, das ganze Team. Wir haben das Ganze hier mit über 30 Leuten auf die Beine gestellt und das in eigentlich so kurzer Zeit. Im Juli eigentlich noch ein Traum. Lass uns mal TEDx nach Mörs holen. Und heute am 10. Januar können wir sagen, wir haben einen richtig tollen Tag gehabt mit tollen Speakern. Und ja, die Menschen sind zufrieden. Es wird viel diskutiert, viel gelacht, viel geredet und ich glaube, jeder freut sich auch jetzt darauf, diese Dinge erstmal zu verarbeiten und wir freuen uns natürlich drauf, dass das gut geklappt hat und natürlich im nächsten Jahr geht es weiter, 2021, da holen wir wieder TEDx nach Mörs und das soll jetzt hier eine feste Institution werden und das, ja, ich kann gar nicht sagen, ich bin irgendwie total überwältigt, ich hätte heute Morgen, als ich noch die Plakate hier mit dem Hausmeister angeklebt habe, nicht gedacht, dass das so gut wird und ja, fantastisch und einfach toll, dass auch die Stadt und der Niederrhein und alle stehen dahinter, es gab so viel Zuspruch, also es ist einfach fantastisch, ich bin wirklich überwältigt.